Satz, den Sie auch kennen, aus unserer Bundesverfassung zum Beispiel, alles Recht geht vom Volke aus. Nun, es ist wohl so, um gleich das ein bisschen auf unsere heutige Feier zuzuschneiden, dass diese Spannung besonders nach dem Ende des Ersten Weltkriegs eine besondere Rolle spielt und sich vielfältig artikuliert und niederschlägt. Es gibt, ich will nicht hineinbeißen, es gibt besonders ein Datum, an dem diese Spannung oder dieser Höhepunkt des Volkswillens sehr sichtbar wird. Das ist der 30. Oktober 1918. Der spielt vielfältig seine Rolle. Beispielsweise, es ist der Tag, in dem in Budapest die Volksmassen, kann man sagen, auf die Straße gehen. Und es beginnt in Budapest die sogenannte Astern-Revolution. Sie müssen sich vorstellen, Sie wissen, der 30. Oktober ist ganz knapp vor dem 1. 2. November. Und da stehen eben vor den Blumengeschäften Kübeln mit Asternblumen, um die Gräber zu schmücken. Und diese Massen schmücken sich jetzt mit den Astern, aber nicht, um auf den Friedhof zu gehen, sondern um ein freudiges Leichenbegängnis zu begehen, nämlich die österreichisch-ungarische Monarchie zu Grabe zu tragen. Denn der Ruf schallt jetzt durch Budapest los von Österreich. Aber uns interessiert mehr, was bei uns am 30. Oktober 1918 geschieht. Es ist schlicht und einfach der Gründungstag unseres Staates, unserer Republik, damals unter dem heute schon erwähnten Namen Republik Deutsch-Österreich. Am Vormittag dieses 30. Oktober, in dem Gefühl, es wird etwas passieren an diesem Tag, etwas Entscheidendes, kommt unter anderem eine Delegation der Universität Wien zum Parlamentsgebäude, also sozusagen ein nachbarschaftlicher Besuch, wenn man so möchte. Und an der Universitätsrampe wird diese Delegation von unter anderem zwei Abgeordneten empfangen, nämlich vom Abgeordneten Karl Renner und vom Abgeordneten Dinkhofer, erster Wien, zweiter Linz, Renner, wie Sie wissen, aus Unterdanowitz, also ein Südmeerer. Und Renner sagt zu dieser Delegation, heute, an diesem Tag, wird, so Renner, das deutsch-österreichische Volk, das bisher regiert wurde, nunmehr selbst regieren. Also das Volk wird sich auch heute selbst regieren. Und der Abgeordnete Franz Dinkhofer meint, das Volk werde heute sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wie dies? Am Nachmittag dieses 30.10. versammeln sich die Abgeordneten des Abgeordnetenhauses, der Monarchie, müsste man hinzufügen, im Landtagssitzungssaal zu Niederösterreich, also in der Herrengasse. Im Parlament ist sozusagen der alte Staat noch präsent, das monarchische Österreich. Und zwar jene Abgeordneten, die in den deutschen Wahlkreisen gewählt wurden. Das war damals sehr klar durch die Wahlkreiseeinteilung feststellbar, wer ist ein deutscher, tschechischer, italienischer Abgeordneter. Erstens durch die Wahlkreiseeinteilung und zweitens durch das Mehrheitswahlrecht, das gab es so kein zweites oder drittes Ermittlungsverfahren, man war in seinem Wahlkreis gewählt und seiner Nation zugehörig. Und da treffen sich eben am 30.10. die deutschen Abgeordneten, die deutsch-österreichischen Abgeordneten, und zwar in einer neuen Funktion, die sie am 21. Oktober sozusagen begründet haben, nämlich sie treffen sich als provisorische Nationalversammlung für Deutsch-Österreich. Und zwar deswegen, weil sie sich als gewählte Mandatare noch am ehesten legitimiert fühlten, für das Volk zu sprechen. Und an diesem 30.10. fassen sie unter anderem den sogenannten Staatsgründungsbeschluss, ganz klar sichtbar, jetzt beginnt etwas Neues, jetzt beginnt etwas, und zwar etwas Neues, und zwar dadurch, dass dieser Staatsgründungsbeschluss im Staatsgesetzbuch Nummer 1 steht.
was man bewusst eben so terminisiert. Und in diesem Staatsgründungsbeschluss heißt es, wir nehmen nun die oberste Gewalt, die Souveränität, könnte man auch sagen, in diesem Staat Deutsch-Österreich in Anspruch. Und es wurde dieser Akt der Staatsgründung auch dem amerikanischen Präsidenten Wilson notifiziert. Es habe eben das deutsch-österreichische Volk durch seine Abgeordneten vom Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht und einen neuen Staat gegründet. Kein einzeln stehender Vorgang, worauf ich dann gleich komme. Aber das ist ganz wesentlich, dass so ganz stark dieses Bewusstsein vorhanden war, wir, das Volk, in den Worten Renners, wir regieren uns jetzt selbst, wir werden nicht mehr regiert von der kaiserlichen Regierung, sondern wir regieren uns selbst. Was noch dazu kam, das sieht man sehr schön in den Protokollen der Nationalversammlung, ist, dass so eine Art Befreiung vorhanden war. Wir sind jetzt unter uns, nämlich wir, die Deutsch-Österreicher, und wir brauchen keine Rücksicht mehr zu nehmen auf die anderen Nationalitäten, die im ehemaligen Abgeordnetenhaus nicht immer friedlich miteinander ausgekommen sind. Aber wir sind jetzt sozusagen unter uns und wir richten jetzt unseren Staat ein. So etwas bedarf sozusagen auch der Publizitätswirkung, der Feier, und es wird vorbereitet, eben eine sehr pompöse Feier an der Wiener Ringstraße, die dann am 12. November abläuft. Etwas, was sehr in einer Tradition liegt, seit französischer, amerikanischer Revolution etwa, nämlich man begeht ein Verfassungsfest, man feiert den Erlass einer Verfassung und in diesem Fall eben sogar die Entstehung eines neuen Staates. Der 12. November ist niemanden von Ihnen in Erinnerung, denn niemand von Ihnen hat das miterlebt, unterstelle ich jetzt einmal, dass dieser 12. November der Ersten Republik der Nationalfeiertag war. Aber ich sage Ihnen etwas ganz Komisches, dass man ein Ereignis feiert, das im Staatsgesetzbuch Nummer 5 steht, ohne zu fragen, was war denn vorher in den vier Nummern des Staatsgesetzbuches, in Nummer 1 zum Beispiel, eben die Staatsgründung am 30. Oktober. Machen wir also 45 Jahre danach, kann man auf diesen 12. November nicht mehr zurück, weil er, man kann wohl sagen, von den Sozialdemokraten sich sozusagen unter den Nagel gerissen wurde und immer zu einem roten Fest ausgebaut wurde, in der Ersten Republik, dann unter dem sogenannten Kolchosregime fiel dieser Staatsfeiertag. Ja, viel auch zum Opfer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie mich nicht verstehen, liegt es überhaupt nicht an mir. Ich spreche grob, laut, deutlich, aber ich weiß nicht, wie ich das bediene. Ich bin Jurist, ich bin kein Techniker. Verstehe ich nicht. Wenn der Techniker da ist, dann bin ich nicht zum Zweiten. Ja, jetzt. Kann nichts machen. Dass die Stimme hineingeht und nicht daneben. Ich spreche immer in die Richtung. Das ist zu wenig. Jetzt wird es besser werden. Am liebsten würde ich ohne Mikrofon sprechen, ja, und zwar laut, dann würden Sie mich verstehen. Besser. Nun, also wir sind beim Verfassungsfest am 12. November. Sie werden das mal auch gesehen haben, bildlich wurde das dargestellt. Und zwar deswegen, weil an diesem 12. November eben das Fest sehr tragisch ausgeht. Es kommt zum kommunistischen Putschversuch vor dem Parlament. Es gibt an die knapp über 50 Verletzte und 2 Tote. Ein Grund, sich nicht unbedingt daran zu erinnern. Aber es war eben diese Aufbruchstimmung, wir feiern unseren Volksstaat, wenn Sie so wollen. Ich habe schon gesagt, diese Ereignisse in Wien stehen nicht isoliert, sondern so wie in Wien sich dann diese Nationalversammlung bildet, bilden sich solche Nationalversammlungen auch in anderen Städten. Ich erwähne nur zum Beispiel in Agram Zagreb damals mit anderer Konstellation, auch aus dem Ungarischen Reichstag, und vor allem in Prag. In Prag tritt zusammen, wenn man es übersetzt, glaube ich, heißt es die Nationalversammlung, und 2 Tage vor dem 30. Oktober gründet dort auch das Volk einen neuen Staat, nämlich die Tschechoslowakische Republik. Und in beiden Staatsnamen kommt es eigentlich sehr schön zum Ausdruck,
Wir haben die Republik Deutsch-Österreich, des deutsch-österreichischen Volkes, und die Republik des konstruierten tschechoslowakischen Volkes. Nun, man könnte es annehmen, insgesamt ergibt sich ein Art friedliches Bild, nicht? Also in Agram und in Prag und in Wien und übrigens auch damals in Galizien geschieht Ähnliches, aber so ist es nicht. Diese Nationalversammlungen stehen natürlich in einem Gegensatz zueinander, was sie an sich ja gar nicht sollten, aber eben die Ansprüche, die diese Versammlungen stellen, die überlappen sich zum Teil. Wichtig ist vielleicht noch zu betonen, dass, wie schon gesagt, die Abgeordneten der deutschen Wahlkreise sich in Wien getroffen haben. Es ist daher also völlig unhistorisch und nahezu absolut unlogisch, den deutschen Abgeordneten aus der späteren Tschechoslowakei vorzuwerfen, sie seien nicht zur Nationalversammlung nach Prag gekommen, sondern in der damals noch völlig offenen Situation, weil sie eben den Abgeordneten aus den deutschen Wahlkreisen in Böhmen, in Mähren und in Österreich-Schlesien selbstverständlich nach Wien zu gehen. Nicht? Nach Wien zu gehen. Ich würde vielleicht sogar die Frage aufwerfen, hätten eigentlich die tschechischen Abgeordneten in Prag die zugelassen? Die hätten vielleicht gesagt, ihr gehört sogar nicht zu uns. Nicht? Also wenn man das heutzutage so ein bisschen als Vorwurf bringt, wie das angeblich bei einer Ausstellung da in Wien der Fall gewesen sein soll, dann ist das völlig absurd. Nicht? Das war noch völlig offen. Wir müssen uns von dem Bild völlig trennen, dass die spätere Tschechoslowakei im Jahr 1918, 1919 für die Leute schon etwas Selbstverständliches war. Das war es vor allem für die Nicht-Tschechen und für die Nicht-Slowaken, zum Teil sogar für die Slowaken, noch nicht. War nichts Selbstverständliches. Nun, wir wissen, wie die Entwicklung allerdings weitergeht, wobei vielleicht noch hinzuzufügen ist, dass die Abgeordneten, die aus bestimmten Wahlkreisen kamen, nicht nur an der Staatsgründung Deutsch-Österreichs mitgewirkt haben, sondern sie haben auch für ihre Wahlkreise zwei neue Länder begründet, im Verband Deutsch-Österreichs, nämlich das Land Deutsch-Böhmen und das Land Sudetenland. Mit dem Willen, dass diese Gebiete bei Deutsch-Österreich staatlich vereinigt sind. Und dann kam noch diese Idee hinzu, dass es drei sogenannte Einschlussgebiete gibt, nämlich Brünn, Ichlau und Olmütz, die Sprachinseln, was vielleicht ein bisschen utopisch war, aber immerhin für eine Übergangslösung nicht ganz so absurd. Die Entwicklung geht in eine andere Richtung, wie Sie wissen. Es beginnt unter anderem unter ein paar dieser, ich hätte es gesagt, Höhepunkte zu nennen, also man muss sagen, um ein paar dieser Tiefpunkte zu benennen, nämlich unterdrückt wird diese Zugehörigkeitsbestrebung, diese Zugehörigkeitsdemonstration zu Wien, zuerst ganz massiv in Marburg an der Drau, in Maribor, dadurch, dass dort geschossen wird. Der Marburger Blutsonntag war dann in allen internationalen, also eigenen und internationalen Zeitungen, großer Bericht darüber. Es kommt zu dem, was heute gewürdigt worden ist. Es kommt im März zu dieser Niederwerfung der Demonstrationen für die Zugehörigkeit zur Wiener Nationalversammlung in böhmischen und mährischen Städten mit, Sie wissen, Sie sehen es, mit so und so vielen Toten, aber nicht nur das, blutig unterdrückt wird nicht gar so sehr, wenn man sich zurückzieht, auch der Widerstandswille in Kärnten. Kärnten ist dann schließlich, einschließlich der Landeshauptstadt Klagenfurt, zeitweise von, später hat man dann die sogenannte die Jugos von jugoslawischen Truppen besetzt. Und über Südtirol brauche ich gar nichts sagen, sei vielleicht nur erwähnen, dass die Italiener zeitweise ja auch Innsbruck besetzt haben. Das heißt, dieses Staatskonzept, das so wirklich vom Volkswillen getragen war, bricht zusammen angesichts eben dieser anderen territorialen Ereignisse. Wobei natürlich hinzuzufügen ist, dass auch etwas nicht akzeptiert wird, nämlich diese deutsch-österreichische Staatsgründung, insofern als die Alliierten und Assoziierten, die dann
höflich gesagt, am Verhandlungstisch, aber man muss sagen, am Tisch sozusagen, in Saint-Germain in unserem Fall, mit den Alliierten und eben mit den Deutsch-Österreichern an einem Tisch sitzen, dass von den Alliierten eine andere Auffassung vertreten wird. Das zeigt sich sehr schön. Brenner als Delegationsleiter spricht, wir, die deutsch-österreichische Delegation, er wird unterbrochen von dem französischen Ministerpräsidenten Clemenceau, der den Dolmetscher korrigiert und sagt, er hat zu übersetzen, sie dürfen nicht übersetzen Deutsch-Österreich ins Französische, sondern sie dürfen nur übersetzen Österreich. Wir sitzen der österreichischen Delegation gegenüber, damit zum Ausdruck bringend, es sind dies die Herren Österreicher, die 1914 den Krieg begonnen haben und jetzt in unserer Diktion dafür büßen müssen. Während den Tschechoslowaken zugestanden wurde, sie haben einen neuen Staat gegründet, 28. Oktober, zwei Tage zuvor, den 30. Oktober in Wien, ist das Österreich verwehrt worden. Nicht? War ja ein bisschen komisch, muss man vielleicht sagen, aus französischer Sicht. Da führt man so und so viele Jahre Krieg unter großen Opfer. Und was ist am Ende des Krieges? Deine Gegner existieren nicht mehr. Nicht? Sagt man, wir haben nie Krieg geführt. Nun, ich will jetzt nicht die französische Position einnehmen, aber aus der Sicht der Alliierten, Österreich, also Deutsch-Österreich aus unserer Sicht, ist kein neuer Staat. L'Autriche, ce qui reste, soll Clemenceau angeblich gesagt haben, Österreich, das jetzige Österreich, ist das, was von dem großen Österreich von 1914 und weiter übrig geblieben ist. Angeblich gibt es noch eine Anekdote, die Verhandlungen fanden mit Österreich im Schloss zu Saint-Germain statt. Ich habe mir das einmal angesehen, also ich konnte das nicht sehen, was die Grundlage dieser vielleicht guten Anekdote ist, nämlich beim Betreten des Sitzungssaals soll Clemenceau gesagt haben, muss ich hinzufügen, dort befand sich damals ein Museum für ausgestorbene Tiere und Ähnliches. Und Clemenceau soll also, bevor er den Saal betreten hat, die Aufschrift gelesen haben, soll gesagt haben, aha, der Saal der ausgestorbenen Arten, das passt ja vorzüglich für unsere Herren Österreicher, nicht? Nun, das war also diese Situation, die sich zuerst in Versailles den Deutschen und dann in Saint-Germain uns und in Toriano den Ungarn geboten hat, eben weil wir uns ganz kurz zusammen den Krieg verlassen. Zu unserem Thema muss man jetzt Folgendes sagen. Da sitzen jetzt in Saint-Germain, den anderen Orten, in den sogenannten Pariser Vororten, Staatenvertreter sich gegenüber. Männer, die Staatenvertreter, keine Völker, nicht? Sondern bestimmte Gebiete auf der Landkarte, die jetzt in einer neuen Konfiguration aufscheinen. Und es geht eben jetzt um Staaten und um die staatlichen Grenzen und auch um ein bisschen mehr. Es geht jetzt nicht mehr um das Selbstbestimmungsrecht von Völkern. Es geht jetzt um Existenz und Fortexistenz von Staaten. Das betrifft auch Österreich in einer Frage ein bisschen, denn die Vorarlberger beispielsweise wollten in Saint-Germain ihre eigenen Vorstellungen ausbreiten, dahingehend, dass sie sich die Option freihalten, der Schweiz als Kanton beizutreten, wofür es schon ganz intensive Vorbereitungen gab. Ich will jetzt aus Gründen der Zeit nicht weiter ausführen. Und das wurde zum Beispiel vom Renner unterbunden. Er sagt, nein, es spricht hier nur einer, das bin ich als Delegationsleiter, ich spreche für Deutsch-Österreich insgesamt. Nun, Ungarn in einer ähnlichen Situation, aus der Sicht der Ungarn in einer eigenen noch viel furchtbareren Situation. Ungarische Geschichtsatlanten stellen das sehr gerne dar, wie Ungarn behandelt wurde in Trianon, dadurch, dass also solche Geschichtsatlanten zeigen, Deutschland, Frankreich, die USA sogar, Großbritannien und andere Staaten, wie würden diese Staaten ausschauen, wenn man ihnen zwei Drittel des Gebietes weggenommen hätte, wie das bei Ungarn der Fall ist. Nicht? Also Frankreich relativ klein, die USA schauen dann ganz komisch aus, also das ist sozusagen ein Propagandatrick. Aber die Ungarn haben auch das Burgenland.